Das ist doch mal ein schöner Model, nicht wahr? Jeder von uns hat hier so seine Lieblinge auf dem Catwalk. In der Modelherstellung steckt viel handwerkliches Wissen drin. Das fängt schon an mit der Auswahl des richtigen Holzes. Was nimmt man da? Einerseits will man das Holz fein bearbeiten können. Und andererseits soll der Model ja auch lange halten. Ich bin da mal mit einer Holzbestimmungstafel durchgelaufen und ohne dass ich da jetzt ein Experte wäre, die allermeisten Modeln scheinen mir aus Birnbaumholz zu sein. Das ist nämlich sehr fein und gleichmäßig. Kirschbaum ist auch dabei, das ist ähnlich gut geeignet. Den Kirschbaum erkennt man immer gut an der rötlichen Farbe. Gerade bei den Modeln älteren Datums hatte ich aber meine liebe Not zu erkennen, was das denn genau für ein Holz ist. Früher hat man nämlich auch viele andere Holzsorten, wie zum Beispiel den Ahorn, benutzt. Und die Modeln sind mit der Zeit sehr stark nachgedunkelt. Das macht die Bestimmung für einen Laien etwas schwierig. Die kleineren Spekulatius- und Springerle-Modeln scheinen mir aus Buchsbaum zu sein. Ein sehr dunkles, edles Hartholz, gut zu bearbeiten, aber auch recht teuer. Die Stämme des Buchsbaums werden hierzulande nämlich nicht sehr dick und daher sind die nicht so ergiebig. Für größere Modeln ist das eher nichts. Bei den ganz großen Kavenzmännern hier hat man auch schon mal zur Eiche gegriffen, wie es mir scheint. Da hat man beim Schnitzen ziemlich viel Arbeit mit, das ist ja geradezu sprichwörtlich robust. Eigentlich spricht man hier auch gar nicht von Schnitzen, wo man ja eher an ein Messer denkt, sondern von Stechen. Das geschieht mit so einem Stecheisen hier. In einer Hand das Stecheisen mit der Klinge unten dran, in der anderen Hand den Hammer. Da hat ein Modelstecher ein ganzes Arsenal von, um die verschiedenen filigranen Formen zu erzeugen. Der Modelstecher muss aber auch immer daran denken, dass da ja noch Teig zum Backen reingedrückt wird. Da darf es dann keine allzu großen Unterschiede in der Tiefe geben. Sonst schmeckt die Printe nur zwischen dem rohen und dem verbrannten Teil. Und das will ja keiner. Zu filigran darf es auch nicht werden, sonst macht der Teig das nicht mit. Mit Marzipan geht da natürlich mehr als mit dem Printenteig. Bei manchen Modeln ist es auch so, dass die wohl mehr die Kunstfertigkeit des Handwerkers demonstrieren, als dass man sie tatsächlich zum Backen hätte benutzen können. Das sind dann eher unsere Showmodels.